Am Fuß der Burg Güssing, am südlichsten Zipfel des Burgenlandes, sind wir heute zu Gast im Garten einer Malerin. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Dieser Garten ist entstanden, als ob man ein Bild komponiert. Zuerst kamen die Farben, dann die Formen und dann die Pflanzen. Entstanden ist ein bunter Traum aus Blüten und Duft und den will ich Ihnen heute zeigen und das sind unsere weiteren Themen. Im phänologischen Kalender sind wir am Ende des Frühsommers angelangt. In der Gartenpraxis geht es um die Königin der Blumen. Und Sophie Palme präsentiert uns stimmungsvolle Deko-Ideen für die nächste Grillparty. Ein Garten wie ein Gemälde, und da ist die Malerin dazu, die Maria Sommerecker. Wenn man jetzt genau nachdenkt, wie das bei dir da war, die Leinwand war eigentlich nicht weiß, sondern die war sehr problematisch. Das war ein ehemaliger Bahndamm. Ja, das stimmt. Wie ist da losgegangen? Ja, das stimmt. Also es war ein ehemaliger Bahndamm und der war voll mit Gestrüpp und Weiden, Brombeersträuchern und Holunderbüschen. Also wir haben uns am Anfang Wege durchschneiden müssen, wie durch einen Busch praktisch. Machete. Ja, genau. Das war unser bevorzugtes Werkzeug damals. Und der Grund ist also bis daher gegangen und von daher war Sumpflandschaft. Von diesem, auch noch dazu. Ja. Und das haben wir erst aufschütten müssen. Ja, begonnen haben wir mit diesem Teil, das ist eben der alte Teil, der voll gestrübt war. Und da haben wir eigentlich mit diesem Teich begonnen, den hat mein Mann damals eigenhändig ausgegraben. Wirklich händisch, Wahnsinn. Ja, und da haben wir heute einen Besuch mit den Kindern im Disneyland gemacht, also im Euro-Disney. Und da haben wir uns die Ideen geholt bei Captain Hooks Wunderland oder wie das geheißen hat. Weil das war so üppig bepflanzt, das war das Euro-Disney in Paris und die haben ein ähnliches Klima wie wir. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, eigentlich könnten wir das da auch machen, weil ich habe bis dorthin gar nicht gewusst, dass man so tolle große Blattpflanzen und Bambusse, dass das bei uns gedeiht. Und da ist mir damals die Idee gekommen, dass wir das eben rund um den Teich auch so bepflanzen, dass das richtig schön, üppig und urwaldartig ist. Urwaldartig war es ja vorher auch schon, aber nicht so gestaltet. Nicht so gestaltet. Das macht schon einen Unterschied, weil das ist so gewollt. Ne? Die Ideen kommen von überall her. Wir zeigen gleich noch wunderbare Ideen für einen traumhaften Rosengarten, den es hier auch gibt. Zunächst aber der Blick auf die Gartentullen. Da geht es heute auch um Rosen und um das, was jetzt im Garten zu tun ist. Wenn der Duft der Heuernte in der Luft liegt, wenn sich die Blüte des schwarzen Holunders dem Ende zuneigt, dann geht auch der Frühsommer zu Ende. Was ist denn jetzt in dieser phänologischen Jahreszeit im Garten zu tun? Die Sommersonnenwende, die ist ein ganz wichtiges Datum, nämlich keinen Rhabarber mehr abschneiden, denn der Rhabarber enthält dann zu viel Oxalsäure und noch viel wichtiger, die Stöcke werden so geschwächt und würden im kommenden Jahr nicht mehr gut wachsen. Zur Zeit der Sommersonnenwende werden auch die Laubhecken geschnitten. Da heißt es aber nach wie vor aufpassen, wenn Vögel in der Hecke nisten, dann natürlich nicht schneiden. Samenstände von Balkonblumen oder auch von Stauden werden jetzt regelmäßig entfernt. Die kosten Kraft und es gibt dann weniger Blüten, wenn man sie nicht rechtzeitig entfernt. Und eine ganz wichtige Maßnahme sollte man setzen im Obstgarten, damit es heuer nämlich wirklich einmal wurmfreie Äpfel gibt. Die Apfelwickler sind jetzt unterwegs und die fängt man ab mit sogenannten Wellpappe-Fanggürtel. Rund um den Stamm legen und dann gibt es keine wurmigen Äpfel mehr. Die große Blütezeit der Rosen ist zwar vorüber, aber die Freude an den Rosen, die bleibt. Und daher werden viele jetzt noch Rosen pflanzen, denn jetzt kann man Rosen, die im Topf gezogen werden, nach wie vor setzen. Heute ein paar ganz interessante Rosen, die in einen Garten passen mit einem Wildcharakter. Hier zum Beispiel Rosa Nitida, die Glanzrose. Eine wunderbare Wildrose mit zartrosa Blüten, Glanzrose deshalb, dass sie so wunderbar glänzende Blätter hat. Oder unsere heimische Hundsrose, Rosa canina. Die macht jetzt so lange Triebe und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Triebe keinesfalls abschneiden, denn da sind nächstes Jahr überall die Blüten. Da
Das ist eine Wildrose, die immer am vorjährigen Holz blüht. Also niemals schneiden. Begleitpflanzen für die Rosen, wer keine Rosenblüte mehr hat, Geranium, der Storchschnabel, Rosan, eine der wüchsigsten Storchschnäbel, die es gibt, macht so eine Pflanze innerhalb von wenigen Monaten einen ganzen Quadratmeter bedeckt. Oder der gute alte Frauenmantel, ebenfalls eine wunderbare Begleitpflanze, die noch dazu von den Schnecken überhaupt nicht angerührt wird. Und dann habe ich da noch zwei Rosen, die besonders interessant sind. Wer hoch hinaus will, weil er im Garten keinen Platz mehr hat, der setzt Kletter- oder noch besser Remblerrosen. Diese hier heißt Veilchenblau und das hier ist eine Multiflora-Rose. Diese Rosen sind zum Beispiel ideal zum Beranken einer Pergola oder eines alten Obstbaumes. Damit macht man so einen alten Obstbaum wieder interessant. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Man macht ein Pflanzloch, etwa 60 cm Durchmesser und 60 cm tief. Der Abstand zum Baum hängt davon ab, wie alt der Baum ist und wie groß das Wurzelwerk ist. Das können 50 cm sein, das können aber bis zu einem Meter sein. Wichtig ist, dass in dem Bereich wirklich alle Wurzeln beseitigt werden. Um den Wurzeldruck in den ersten Monaten und vielleicht sogar im ersten Jahr hintanzuhalten, gibt man dreilagig einen dicken Verpackungskarton in dieses Loch hinein. Dann füllt man auf mit guter Pflanzerde, das ist lehmige Erde, gemischt mit Kompost und Sand. Gepflanzt wird leicht schräg zum Baum hin. Veredelungsstelle unter die Erde hinein, ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen auf den Baumpfahl, den legt man auch schräg zum Baum hin, bindet die ersten Triebe fest und jetzt kommt's. Die anderen Triebe klettern dann in den Baum hinein, halten sich allerdings nicht wirklich fest. Die Rose, so sagen die Fachleute, ist ein Spreizklimmer. Die vielen verschiedenen Äste durchwandern die Krone des Baumes und damit halten sie sich fest. Damit wird zum Beispiel dieser Kirschbaum nicht nur ein wunderbar blühender Kirschbaum im Mai sein, sondern im Juni ein herrlich blühender Rosenbaum. Ein guter Tipp, die Rose immer in den Norden des Baumes setzen, denn dann wächst sie Richtung Süden und wächst damit schon in die Krone hinein. Alle Informationen, wie man zum Beispiel so eine Rose pflanzt und welche Sorten besonders gut geeignet sind, finden Sie auf unserer Website naturimgarten.at. Auf unserer Website können Sie auch gewinnen und zwar Eintrittskarten für die Gartentullen und herrliche Gartenbücher. Die Frage nicht ganz so leicht. Die Rose ist eigentlich keine Kletterpflanze. Sie wird genannt Klimmer. Das will ich von Ihnen wissen. So, und jetzt noch einige Veranstaltungstipps für Gartenfreunde, die ich ausgewählt habe. Am 28. Juni ist Kochen mit wilden Kräutern, ein Workshop im Schaugarten Weber in Langenlebarn. Und ebenfalls an diesem Tag ist Gartensommer-Vollmondnacht im Schlosspark Laxenburg und in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Es summt und brummt und duftet. Das ist dein Rosengarten. Warum ist denn die Liebe zu den Rosen eigentlich ein Brand bei dir? Naja, also als ich ein Kind war, waren wir öfters im Schönbrunner Schlosspark. Da haben mich die Rosen noch nicht so sehr interessiert. Die Liebe ist erst ein Brand, auch seitdem ich das erste Mal englische Rosen gesehen habe. Aha, der Duft. Ja, es ist nicht nur der Duft, sondern auch der Wuchs, also der ganze Charme. Die haben extrem viel Charme und weil eben die Blütenfarben sich verändern im Laufe des Blührhythmus und man kann sie so toll kombinieren mit Kräutern und anderen Stauden. Und das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt, weil mir gefallen diese sterilen Rosengärten eigentlich nicht, wie sie im Barock sind und das hat mir eigentlich nie so gut gefallen. Aber eigentlich. Es ist langweilig und es ist auch ungesund für die Rose, weil sie ja Monokultur ist. Und so wie ich das jetzt gemacht habe, ist die Rose praktisch die Königin und der Hofstaat sind die Kräuter. Da merkt man die Malerin, oder? Ja, genau. Also die werden umschmeichelt praktisch von den Kräutern, die dann halt farblich entweder dazu passen oder Komplementärfarben sind.
Und das hält die Rose gesund und ist sehr schön, weil sehr viele Insekten werden dadurch angezogen. Du siehst, wie es bei mir summt und brummt. Wahnsinn. Viele Bienen, Taubenschwänzchen, ja. Und ich habe sogar Libellen im Rosengarten. Also ich versuche halt fast biologisch die Rosen zu züchten. Und da ist es halt wichtig, dass man eben keine Monokultur hat, sondern dass man Begleitpflanzen hat. Wenn wir ein bisschen bei den Begleitpflanzen bleiben, Katzenminze hast du sehr viel. Ist ja eigentlich der ideale Partner, was den Boden betrifft und auch was die Farbe betrifft. Ja, genau. Ist eigentlich der ideale Partner, weil es ein schönes Blau hat, so wie der Lavendel, und eben höher wird wie der Lavendel. Es gibt natürlich bei den Katzenminzen die niedrige Katzenminze, die habe ich als Einfassung gepflanzt, und die hohe Katzenminze. Die ist bei den Rosen sehr praktisch, weil wenn sie unten dann ein bisschen stachsig werden und nicht mehr so schön werden, dann verdecken sie die Beine bei den Rosen sozusagen. Und sie umschmeicheln die Rose wunderbar mit ihrem Duft auch und mit den ätherischen Ölen. Da drüben hast du so einen samtigen Teppich quasi am Beginn des Rosenbeetes gelegt, den Wolzist. Ja, das ist auch eine Lieblingspflanze von mir. Den habe ich auch das erste Mal in England gesehen. Und der ist bei uns ja ganz besonders schön, weil der hat es gern heiß und trocken. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe am Anfang versucht, eben Rittersporen und Glockenblumen dazu zu pflanzen, aber das ist bei uns am heißen und trockenen Klima im Burgenland, hat es nicht funktioniert. Und eigentlich bin ich dadurch dann draufgekommen, dass ich wirklich nur mit Kräutern die Begleitpflanzen mache. Und das funktioniert perfekt. Und es ist so sehr schön. Ja. Nicht Heiligenkraut-Züge da zum Beispiel. Ja, nicht? Santolina, das Heiligenkraut, das ist auch eine Heilpflanze, so ähnlich wie der Lavendel, das blüht dann gelb. Und auch die Vexiernelken, die auch sehr schön sind, weil sie ja so ein silbernes Laub haben. Jetzt kommen wir mal zu den Rosen. Ja. Du hast so viele verschiedene Rosen. Wir stehen da an deinem herrlichen Rosenbogen. Mhm. Das ist eine? Das ist die Ghislaine de Felingont. Eine ist Lieblingsrose von mir. Das ist eigentlich eine alte Rose, eine Remblerrose. Ja. Und die wird nicht so groß und deshalb ist sie für den Rosenbogen optimal. Wird nicht so groß, ist ein bisschen untertrieben. Sie wird nicht so groß wie andere Remblerrosen, die oft 7 Meter werden. Also sie ist für einen Bogen geeignet. Die ist gewaltig. Wie alt ist die jetzt ungefähr? Ja, die wird jetzt schon ungefähr 7 Jahre alt sein. Nicht älter? Nein, nicht älter. Bist du Wahnsinn. Das ist echt toll. Da drüben steht eine ganz, ganz tolle im Verblühen, die so violett ist. Mhm. Was ist das für eine? Ja, das ist die Indigo. Das ist eine alte Rose. Ja. Mhm. Und dann dahinter. Magst du gern alte Rosen und historische Rosen auch? Also ich habe einige alte Rosen dazu kombiniert zu den englischen Rosen, aber nur solche, die öfters blühen. Okay. Weil ich habe gern die öfters blühenden Rosen. Und in unserem Klima, da hier im Südburgenland, blühen die immer wieder. Also von jetzt bis Ende Oktober, kann man sagen, oft bis in den November hinein. Und haben sie so 4 Blührhythmen oft, und da wäre ja schade, wenn ich nur einmal blühende hätte, weil die verblühen sehr schnell bei uns. Man sieht es bei der Hitze, die verblühen viel schneller als die englischen Rosen. Aber ich mag sie natürlich auch sehr gern, weil sie einen besonders guten Duft haben und auch von den Insekten sehr gut angeflogen werden. Also sie haben schon auch Charme, die alten Rosen. Wenn man da so vorbeigeht an den Rosen, das ist wirklich unwahrscheinlich. Hast du eigentlich mal gezählt, wie viele Rosen du hast da? Ja, aber ungefähr 120 Rosenstöcke. 120, alle selbst gepflanzt? Alle selbst gepflanzt und selbst geplant, den ganzen Rosengarten. Zuerst am Papier habe ich den geplant. Und zwar, mir war halt wichtig, dass ich die Rosen so pflanze, dass die Farbverläufe harmonisch sind. Und ich habe das zuerst so gezeichnet nach Farbverläufen und haben dann erst die Rosen in der richtigen Farbe ausgesucht. Du hast nicht nur Rosen, das ist das Schöne bei dir im Garten. Du hast auch viele andere Gartenräume. Da hinten, wenn man schaut, ein herrliches Gemüsegartel. Ja, da haben wir jetzt neue Hochbeete gemacht, eben weil das praktisch ist. Und ich wollte halt nicht irgendwelche Hochbeete, sondern welche, die eben auch schön sind, die dazu passen. Da haben wir jetzt solche geflochtenen Hochbeete, aus Haselnussruten geflochtene Hochbeete gemacht. Die haben wir zwar nicht selbst geflochten, aber es war ein Bausatz und es passt, finde ich, sehr gut hinein. Wenn man den Pavillon anschaut, das ist auch so ein Herzstück in deinem Garten. Wie ist denn der entstanden? Ja, den Pavillon, den haben wir noch nicht lange. Den haben wir jetzt erst so ungefähr 3 Jahre. Und der ist so entstanden, dass wir mal ein ganz heftiges Unwetter hatten da, also mit orkanartigen Stürmen.
Und an dieser Stelle, wo jetzt der Pavillon steht, war früher unsere Gerätehütte. Und daneben ein alter Zwetschgenbaum. Und dieser Zwetschgenbaum ist umgeworfen worden von diesem Sturm und genau auf die Hütte draufgefallen. Und da war praktisch alles kaputt. Und ich muss dazu sagen, dass ich immer schon gesagt habe zu meinem Mann, ich würde mir so sehr einen Pavillon wünschen, weil es bei uns eigentlich auf der Terrasse zu heiß ist zum Sitzen im Sommer. Und das wäre der optimale Platz. Ja, so ein herrlicher Pavillon, das ist der ideale Platz zum Grillen. So eine Grillparty braucht natürlich auch die notwendige Dekoration. Jetzt im Sommer wunderbare Pflanzen. Die Sophie hat die Ideen dafür. Genau, jetzt ist sie da, die Sommersonnenwende. Ein Grund zum Feiern. In vielen Kulturen wird ja jetzt dieser Tag gefeiert und ich finde, das wäre doch ein guter Anlass für ein schönes Grillfest. Der Duft von Blumen, von Gegrilltem liegt in der Luft. Fürs Gegrillte sind Sie zuständig, für die Dekoration bin ich zuständig. Dafür verwende ich Altglas, das haben Sie bestimmt zu Hause, ein paar Stecken und Blumen. Und das geht ganz leicht, Sie werden es gleich sehen. Ich binde die Stecken mit den Flaschen zusammen. Am besten geht es mit einem Bast, den habe ich mir da schon vorbereitet. Falls Sie keinen Bast zur Hand haben, es geht auch wunderbar mit einer Wolle zum Beispiel oder mit einem Hanf. Mit einer Wolle schaut es ganz lustig aus, weil es ganz bunt wird und das dann nette Farbtupfer gibt im Garten. Beim Abmachen von den Etiketten bin ich auf was Neues draufgekommen. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und habe einen neuen Trick gefunden. Nämlich nicht runterkratzen, so wie ich das bisher immer gemacht habe mit so einem Schwamm, sondern diesmal habe ich es mit dem Föhn gemacht. Ich habe das Etikett einfach angewärmt und dann hat es sich ganz leicht gelöst. Wunderbar war das. So, da oben den Flaschenhals binde ich auch fest. Ich mache hier Achter, damit es noch ein bisschen besser hält. Und binde das Ganze wieder mit dem Bast fest. Ich habe das hier mit Weißglas gemacht. Das funktioniert auch wunderbar mit grünem Glas oder mit blauen Flaschen zum Beispiel. Das ist ganz egal, welche Farbe Sie dann nehmen. Die übrigen Enden schneide ich ab. Man kann es natürlich auch hängen lassen, aber ich finde es da ein bisschen ordentlich schöner. So, dala. So habe ich aus einem Altglas eine dekorative Vase für draußen gemacht. Jetzt müssen wir es eigentlich nur mehr mit Wasser und mit Blumen füllen. Sie können es da in die Erde stecken im Garten oder, was natürlich auch funktioniert, Sie stecken es einfach in die Blumenkisteln am Balkon. So, tada. Ich fülle mir das Ganze mit Wasser. Welche Blumen Sie aus dem Garten verwenden, ist ganz Ihnen überlassen. Ich persönlich mag es gern so duftig. Dann schaut das so leicht und locker aus. Und diese Vasen an den Stecken schauen aus, als ob sie in Ihrem Garten schweben würden. Ein bisschen was Rosanes noch dazu. So, fertig ist die Dekoration für die Gartenparty. Und man sitzt ja so lang bei den Gartenfeiern. Nichts ist schöner, als wenn man noch bis in den Abend sitzt bei Kerzenschein. Und so ist mir auch die Idee gekommen, wie Sie diese Dekoration ganz leicht zu einer Abenddekoration machen können. Und zwar nehmen Sie eine Kerze, Blumen gehen raus. Sie können da ein paar Blumen hineinstecken und durch das Wasser im Glas drinnen schauen die Blumen besonders schön aus, die da drinnen schwimmen. Die kann man da oben hineinstecken. Ich habe hier Disteln genommen, weil die blaue Farbe so schön ausschaut. So. Und dann kommt die Kerze noch dazu. Falls der Flaschenhals mit der Kerze nicht zusammenpasst, können Sie sich die Kerze ein bisschen mit einem Messer zurechtschneiden. So, fertig ist sie, die Abenddekoration für Ihre Gartenparty. Herrlich, wenn man so bei Kerzenschein noch lange draußen sitzen kann. Und wer weiß, vielleicht sitzen Sie ja so lange sogar draußen, dass Sie irgendwann die Kerzen wieder austauschen müssen mit den Blumen, wenn die Sonne aufgegangen ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine stimmungsvolle Gartenparty.
Eine blühende Idee von Sophie, nachzulesen übrigens unter extra.orf.at. Wenn Sie noch mehr über das Garteln wissen wollen, das finden Sie in der Nachleseedition So gartelt Österreich. Und eine ganze Ausstellung befasst sich mit dem Thema Garten unter dem Titel Lust, Last und Leidenschaft im Museum Niederösterreich in St. Pölten. Und da ist ein wunderschönes Buch dazu herausgekommen, das die Geschichte des Gartens aufarbeitet. In allen Bereichen, vom Nutzgarten über die Klostergärten bis hin zu den römischen Gärten. Wirklich eine interessante Dokumentation, so für die schönen Sommertage zum Nachlesen. Wenn Sie eine Gartenfrage haben, wir sind für Sie da. Am Natur im Garten-Telefon von Montag bis Freitag können Sie uns anrufen. Und da gab es diesmal eine Frage. Ich habe irgendwo geschrieben über den Chelsea-Job. Was ist das? Der Chelsea-Job ist eine besondere Schneideform, die rund um die Chelsea-Flower-Show, also in der letzten Maiwoche, stattfindet. Da wird der Phlox, da werden die Astern, um die Hälfte zurückgeschnitten. Dann werden diese Triebe etwas später wieder zu blühen beginnen. Und zwar ist die Blüte damit verlängert. Also, wenn man nicht schneidet, dann blüht der Phlox auf einmal, schneidet man um die Hälfte zurück, dann blüht die zweite Hälfte ein bisschen später. Eine verlängerte Blüte. So herrlich wie in diesem Garten hier bei der Maria Sommerecker. Es ist schon herrlich da. Im Hintergrund Gislaine Féligonde. Wunderbarer Duft. Und davor Lavendel über Lavendel. Das ist ein Kräutergarten. Ja, also dieser Kräutergarten, der ist eigentlich auch durch Zufall entstanden, wie so viele Dinge in unserem Garten, haben wir eigentlich immer aus der Not eine Tugend gemacht. Hier war nämlich ein Loch, was mit Schutt befüllt war. Und wir haben eigentlich nur so eine dünne Erdschicht drauf. Und deshalb habe ich mir gedacht, was ist da am besten, was könnte da am besten wachsen. Und da ist mir halt spontan der Lavendel eingefallen, weil den habe ich sehr gerne. Und auch die mediterranen Kräuter. Und die lieben diese Verhältnisse und deshalb habe ich mir gedacht, das wäre jetzt der richtige Platz für einen Kräutergarten. Der schaut wunderschön aus. Was ist denn das für einer? Ist das der Hitcot Blue? Ja, das ist der Hitcot Blue und der Manstead. Ah, der ist da oben. Das ist der hellere, ja. Aber schön, wunderschön. Ja. Da muss man gleich als Tipp vielleicht dazu sagen, beim Hitcot Blue gibt es zwei Sorten. Da gibt es nämlich den stecklingsvermehrten Hitcot Blue, der ist ganz gleichmäßig. Und den Hitcot Blue Strain, der ist aus Samen verwehrt, der ist unterschiedlich hoch. Muss man immer aufpassen, der ist meistens ein bisschen billiger. Da vorne steht auch ein Lavendel und da war bis vor kurzem alles noch ganz anders. Ja, voriges Jahr waren da noch meine Buchskugeln. Die waren schon sehr schön und groß. Aber sie waren immer befallen vom Buchsbaumzünsler und man musste dann schon im 14-tägigen Rhythmus praktisch die spritzen, diese Kugeln. Und es war mir dann schon zu viel, weil Pflanzen, die so viel Pflege brauchen, die will ich nicht in diesem Garten, weil so ein großer Garten ist ja viel Arbeit und da will man eher pflegeleichte Pflanzen haben. Und wir haben es dann mühevoll ausgegraben, da hat uns sogar unser Nachbar geholfen dabei, weil das war eine sehr schwere Arbeit. Und ich habe jetzt Lavendel hingesetzt, wo zuerst die Buchskugeln gestanden sind. Und schaut so aus, als ob es ewig so wäre. Ein kleines Loch sieht man noch, aber das wird nicht mehr lang dauern. Und ich finde es jetzt fast schöner, weil die Buchswurzeln haben diesen Kräutern so viel Wasser und Nährstoffe entzogen, dass die Kräuter gar nicht so gut gewachsen sind wie heuer. Und ich habe es jetzt nicht bereut, also ehrlich gesagt, dass wir es weggetan haben. Ein Garten voller Geschichten und die werden übrigens alle aufgeschrieben in einem Buch. Vielleicht erscheint das Buch einmal, Maria Sommereckers Gartenerlebnisse. Das war unsere Sendung für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln.